Okay, wie fange ich sowas am besten an? Hi, erstmal, was geht? Schön, dass du nochmal hier bist bei diesem Video und cool, dass du dir nochmal Zeit nimmst, dich mit dem Video von gestern und meinem Feedback zu eurem Feedback zu befassen. Ich habe mir wieder so ein kleines Skript geschrieben, ein paar Stichpunkte und auch wieder ganze Sätze aufgeschrieben, weil ich es irgendwie nicht hinbekomme, kleine Stichpunkte zu formulieren. Also quasi werde ich wieder ein bisschen was ablesen, einfach nur, damit ich Dinge, die ich sagen möchte, nicht vergesse. Erstmal krass, annähernd 4000 Kommentare, unzählige Instagram-DMs, unendlich viele Replies auf meinen Tweet und Mentions. Das sind zwar alles irgendwie nur Zahlen, aber diese Zahlen sprechen Bände. Vor allen Dingen, weil halt hinter jeder dieser einzelnen Zahl ein wichtiges Kommentar, Feedback oder Kritik steckt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Dafür erstmal ein riesiges Dankeschön. Danke für eure Offenheit, für eure Teilnahme und eure Ehrlichkeit mir gegenüber, dass ihr so unverblümt kritisch mit mir gewesen seid und mir Zuspruch geleistet habt und mir einfach offen und ehrlich gesagt habt, was ihr von mir haltet und wie ihr die ganze Thematik um Arroganz, Selbstreflexion und vor allen Dingen auch ein bisschen Lustlosigkeit und genervtes Auftreten meinerseits seht. Danke, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, so ausführlich und gut formulierte, stichhaltige und sinnvolle Kommentare und Nachrichten zu verfassen. Ich hatte wirklich noch nie ein Video mit so viel sinnvollem Austausch und Diskurs in den Kommentaren und noch nie ein Video, welches mir so viel wertvolles Feedback für mich selber als Content-Schaffender, aber auch als Privatperson geliefert hat. Ebenso geht ein riesiger Dank raus an meine Freunde und Kollegen, an andere Content-Creator und Streamer. Ich muss jetzt hier nicht jeden einzelnen nennen, aber mir haben sehr, sehr viele Freunde und andere Content-Schaffende und Streamer Instagram-DMs und WhatsApp-Nachrichten geschickt. Kuss und riesiges Dankeschön an euch. Ein paar davon kann ich vielleicht sogar gleich nochmal rezitieren. Auch sehr wertvoll, das direkt aus dem nächsten Umfeld nochmal zu hören. Das hilft auf jeden Fall, diese Gesamtsache ein bisschen besser zu verstehen. Dieses Video gestern gedreht zu haben, hat sich richtig relieving angefühlt. Ich kann irgendwie nicht, by the way, fällt mir gerade auf, dass ich die ganze Zeit unnötig Anglizismen droppe. Da war es schon wieder. Vielleicht sollte ich darauf auch ein bisschen achten. Jedenfalls hat es sich unglaublich befreiend und gut angefühlt, so offen und ehrlich mit euch zu reden und so offen und ehrlich darüber zu reden, was in meinem Kopf gerade vorgeht und so offen und ehrlich mit euch darüber zu sein, was mich gerade beschäftigt. Euer Feedback ist einfach komplett überwältigend gewesen, nicht nur numerisch, sondern auch in der Stichhaltigkeit und im Einzelnen und ich würde auf dieses gerne einfach nur mal eingehen. Vorab, ich habe es natürlich leider nicht geschafft, jeden Kommentar und jede Nachricht einzeln zu lesen. Das ist bei der Anzahl überhaupt nicht möglich, aber ich versichere euch, ich habe mir sehr viel Zeit gestern Abend und auch nochmal heute Morgen genommen, um so viel es geht tatsächlich aufzuschnappen, so viel es geht zu beantworten und so viel es geht irgendwie an Kommentaren und Feedback in mich einzusaugen. Das war eine sau-weirde Formulierung, das Wort einzusaugen. Trotzdem habe ich das Gefühl, einen guten Überblick über die generelle Quintessenz und die Kernaussagen meiner Community zu erhalten und irgendwie zu verstehen, was ihr mir hier im Grunde sagen möchtet. Es scheint so, als hätten sich so ein paar verschiedene Lager gebildet, weil ich ganz viele Dinge einfach doppelt und dreifach in den Kommentaren gelesen habe, beziehungsweise sehr, sehr viele Sachen sich einfach immer wieder wiederholt haben und die meisten irgendwie doch tatsächlich mir das Gleiche sagen wollten. Innerhalb dieser Meinungscamp gibt es tatsächlich einige, die sagen, es läge an meinem Humor oder an meiner Rolle, die ich spielen würde. Andere, die komplett sarkastisch antworten, dass ich doch recht hätte und mich verbuddeln sollten. Andere, die mit mir als Person, meinem Content und meiner Art generell nichts anfangen können. Und wiederum andere, die sagen, dass ich zum Teil ausgebrannt, lustlos und fast schon genervt in meinen Videos wirke. Und dann gab es natürlich auch eine große Anzahl an Leuten, die mir fast nur positives Feedback dargelassen haben und mir eine sehr positive Entwicklung zugesprochen haben. Auch das irgendwie ein sehr schönes Feedback, was für mich unglaublich wertvoll ist. Ihr merkt vielleicht, ich bin so ein bisschen aufgeregt und weiß dann nicht genau, wie ich das einordnen soll, aber ich glaube, wir kriegen das hier im Kurs des Videos ganz gut hin. Gehe ich erstmal auf die Leute ein, die mir so sarkastisch geantwortet haben, die gesagt haben, yo, hey, du hast natürlich recht, du bist ein arrogantes Stück Scheiße, lösch deinen Kanal, kann ich sehr gut mit umgehen. Ich glaube, dass es ja auch so ein bisschen meine Art ist tatsächlich und solange das auf einem sarkastischen, ironischen Level so jokey passiert und wir da, glaube ich, nicht zu sehr die Grenzen überschreiten, ist das für mich vollkommen funny. Und es war schon irgendwie immer so ein Ding, dass meine Community mich beleidigt und ich zurückbeleidige, dass da diese kleine Hassliebe-Geschichte entstanden ist über die Jahre. Das war schon immer irgendwie Teil des Ganzen und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Vielmehr möchte ich mich damit befassen, dass mehrere Personen und auch Leute, die mir nahestehen, mir gesagt haben, dass vielleicht einfach ein Problem in meinem Sarkasmus oder in meinem Humor liegt. Beziehungsweise ein Stück weit auch vielleicht in der Rolle Revinzeit, die ich dann teilweise spiele. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin schon immer ein bisschen mit meinem Humor und meinem Sarkasmus angeeckt und oftmals kommt es dann doch so rüber, als wäre ich nicht der kritikfähigste Mensch, wäre sehr schnell butthurt und sei eine Person, die tatsächlich mit solchen Dingen nicht umgehen könnte. Vielleicht ist das sogar so. Vielleicht bin ich nicht derjenige, der so gut mit Kritik umgehen kann und vielleicht sollte ich mir da irgendwie nochmal ein paar Gedanken drüber machen, das ein bisschen besser zu handeln. Oftmals neige ich dann vor, mit starkem Sarkasmus, mit zynistischen Antworten oder Dingen, die überhaupt nicht angebracht sind, zu antworten. Papa Platte hat hier ein sehr gutes Beispiel gebracht, das würde ich euch gerne mal einfach kurz vorspielen. So, hören wir mal ganz kurz rein, was Kevin mir da gesagt hat. Kevin, ich hoffe, das ist in Ordnung. Kevin hat mir hier um 2:28 Uhr, halb drei in der Nacht, dieses Memo geschickt.
Kevin, erstmal ein riesiges Dankeschön dafür und auch wie gesagt ein ganz großes Dankeschön an alle anderen, die aus meinem näheren Umfeld der Content-Schaffenden oder auch Freunde sogar kommen, die mir so ehrlich und offen hier ihre Meinung gegeigt und gesagt haben. Sehr, sehr wichtig für mich und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr euch dafür Zeit genommen habt. Aber ich hoffe, Kevin, das ist in Ordnung. Wir hören mal ganz kurz rein. Ich wollte aber nochmal was anderes kurz sagen. Und zwar habe ich heute im Stream ein Video gesehen, dieses ich bin arrogant geworden oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war. Ich weiß nicht so, Bro, also es ist wirklich so eine große Resonanz, die da kommt. Okay, dazu erstmal, vielleicht erkläre ich ganz kurz, warum ich dieses Video gestern überhaupt gedreht habe. Weil ich glaube, da bin ich gar nicht so sehr drauf eingegangen. Ich habe mir Gedanken gemacht. Wie gesagt, im Urlaub habe ich sehr viel reflektiert und darüber nachgedacht. Und es gab so 3-4 Vorfälle bei mir im Freundeskreis, private Freunde von mir, also wirklich Leute, die mit dem Instagram-Game und mit der ganzen Geschichte Content Creation nichts zu tun haben. Leute, die in normalen Jobs arbeiten quasi. Die mich in Stories verlinkt hatten und daraufhin Antworten bekommen haben wie was hängst du denn mit dem, der ist super arrogant oder was machst du denn mit dem? Und das hat mir dann doch ziemlich zu denken gegeben, dass diese Außenwirkung vielleicht nicht das ist, was ich irgendwie repräsentieren möchte. Daher, wie gesagt, der Ansatz, dieses Video zu drehen. Also ja, Kevin, es gab zumindest nicht laute und viel Resonanz, aber doch dann so viel, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. In der Kommentarsektion oder so, weil, also ich verstehe, glaube ich, wenn, dann woher es kommen könnte, so. Es ist halt so, guck mal, zum Beispiel, angenommen, ich sag halt so, yo, Bro, so, deine Viewerzahlen sind nicht mal dreistellig oder so, als Beispiel, als Front. Mhm. Dann antwortest du halt so, yo, aber dafür meine Immobilien oder so, die ich besitze. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist das so das, was manche Leute nicht checken an Humor oder ja. So. Nachvollziehbar. Also, weißt du, was ich meine? Dass manche Leute sich so denken, wow, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Aber es ist halt einfach nur ein Gag, der gemacht wird. Mhm. Weißt du, ich meine? Das war so meine Überlegung, als ich verstehe das ich. Video geguckt habe im Stream. Verstehe ich, ja, verstehe keine ich. Ahnung, ob es sich actually juckt. Kevin, tut's. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, an der Stelle dafür. Und ich glaube auch genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, mit der ich hier mal ein bisschen aufräumen möchte. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich neige dazu, tatsächlich dann irgendwie dieser Weird Flex Bro zu sein. Derjenige, der dann irgendwie mit seltsamen materialistischen Achievements, irgendwelchen Nummern oder Zahlen sich dann versucht zu verteidigen, anstatt einfach zu sagen, yo, Kevin, ich kann's verstehen, weil meine Streams sind absoluter Bullshit. Weißt du, das würde mich sehr viel sympathischer machen, aber irgendwie neige ich dann dazu doch dann komplett zynistisch und natürlich sarkastisch, also ich besitze natürlich nicht dreistellig viele Immobilien und ich würde auch niemals offensichtlich damit flexen. Das ist auf einem ganz schwierigen Level mein Sarkasmus, meine Ironie und mein Humor. Aber ich verstehe, dass das bei sehr vielen Leuten falsch und eventuell abgehoben, arrogant und weltentfremdet fast schon ankommt. Und ich habe dieses Feedback auch schon teilweise im Privaten gehört und das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der ich mich auseinandersetzen möchte und die ich aktiv angehen möchte, um das zu ändern, weil ich will niemand sein, der anderen Leuten gegenüber arrogant oder irgendwie abgehoben, gleichgültig oder vielleicht sogar schon nah eines Gotteskomplex narzisstisch wirkt. Das will ich nicht sein. Ich möchte jemand sein, der cool ist mit dem und eigentlich mir auch angewöhnen, mit so einem Feedback, mit so einem Joke viel, viel easier und lockerer umzugehen und da tatsächlich ein wenig drauf zu achten. Von daher kann ich verstehen, dass sehr viele Leute mit diesem Humor, der so eine Art Schutzmaßnahme für mich ist, nicht klarkommen und da irgendwo arrogante Züge sehen. Das ist für mich vollkommen logisch und es hat unter anderem auch noch andere Gesichtspunkte und andere Ausläufe. Ein anderes Ding, was sich hier sehr gut einreiht, ist zum Beispiel mein Umgang mit jemandem wie Lukas. Ich liebe Evive als Mensch. Ich mag Lukas tatsächlich unglaublich gerne und habe mit ihm damals angefangen, YouTube-Videos zu produzieren und mit ihm quasi meine ganze Karriere, das ist immer so ein seltsames Wort, aber ja, letztendlich meinen Werdegang quasi aufgebaut und bin ihm unglaublich dankbar für Formate wie Der kommt flach, immer ein Freund einer Seite gehabt zu haben und immer jemanden, der da ist, wenn man ihn braucht. Nicht nur content-wise, sondern auch privat. Und viele Leute verstehen, glaube ich, nicht, dass ich diese ganzen Fronts gegenüber Lukas oder gegenüber anderen Leuten niemals ernst meine. Genauso gegenüber einem Tim vor einem Gewitter im Kopf. Ich mag diese Menschen wirklich und es ist irgendwie so eine seltsame Angewohnheit von mir, dass ich die ganze Zeit die Leute fronte, die mir am nächsten sind. Die Leute fronte, vor denen ich am meisten Respekt habe und die Leute fronte, die ich eigentlich am liebsten habe. Auch das ist ein sehr seltsamer Charakterzug von mir, den ich definitiv irgendwie versuchen sollte, in den Griff zu bekommen. Damn, es fühlt sich gerade einfach an, als würde ich hier gegenüber einer Therapeutin sitzen, der alles runterreden. Dabei ist hier nur eine Kamera. Was geht? Ja, auch das auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Also diese Personen wissen auch selber, dass ich das nie offensichtlich böse meine oder persönlich meine. Die wissen, dass ich mit dieser Art umzugehen, waren natürlich anfangs erstmal ein wenig perplex, als dann die ersten Fronts reinkamen und wussten vielleicht mit dieser Schlagfertigkeit und meiner, aufgesetzten
ironisch-arroganten Art nicht umzugehen, haben aber dann doch sehr schnell im Privaten zumindest verstanden, dass das von mir nicht böse gemeint ist. Dass das aber eine Sache ist, die in der Öffentlichkeit nicht richtig zu stellen ist und dass das eine Sache ist, die in der Öffentlichkeit nicht so ankommt, wird mir erst jetzt bewusst und dementsprechend muss ich da umdenken und wahrscheinlich mich jetzt nicht großartig verstellen, aber zumindest ein bisschen eher klar machen, dass ich das nicht wirklich böse meine und dass ich einfach da auch lerne, besser mit solchen Dingen und Kritik tatsächlich umzugehen. Dann gab es noch eine Menge Leute, die tatsächlich gesagt haben, dass ich in meinen Videos ideenlos, ausgebrannt, genervt oder fast schon lustlos wirke. Und das ist eine Sache, die mir auch unglaublich nahegegangen ist. Und ja, das stimmt. Auch das ist eine Entwicklung, die ich beobachten konnte. Ich mache das jetzt mittlerweile seit über 7 Jahren. Holy fucking shit, 7 Jahre. Das ist eine so lange Zeit. Ich hätte mir niemals erträumen können, dass ich so lange diesen Stuff hier mache. Und ich habe immer noch Spaß daran. Und ja, es gibt auch oftmals zwischendurch Videos, die mir keinen Spaß gemacht haben, die ich nur gemacht habe, damit heute mal wieder ein Video kommt. Und ich glaube, mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich verstehen sollte, dass das eigentlich nicht nötig ist. Wenn ich keine Lust habe darauf, dann ist es meine freie Entscheidung, als Selbstständiger zu sagen, nein, heute wird nicht gestreamt und heute kommt kein Video. Jetzt könnte man mir natürlich Faulheit vorwerfen oder meine Community im Stich zu lassen, aber ich glaube, es ist immer noch besser zu lernen, dass dann diese Videos einfach mal nicht produziert werden, anstatt wieder irgendwas Genervtes, Halbherziges hinzurotzen. Ich kann nicht immer gute Laune haben und kann nicht immer direkt Aufnahmemodus ansagen und ich bin jetzt gut gelaunt. Das funktioniert nicht. Ich war mir allerdings aber auch nie dessen bewusst, dass diese genervte, lustlose Art so stark bei euch ankommt. Ich meine, auch bei Evive in den Videos bin ich immer so ein bisschen genervt als Rolle und sag so, oh ja, Fortnite, dies, das. Und Lukas sagt mir sogar immer wieder vor den Aufnahmen, yo, Bro, die Leute schreiben das in die Kommentare, das nervt so. Und ich dachte mir immer, ach, Bullshit, Digga, niemals merkt das jemand. Alle wissen doch, dass ich das spiele. Und wenn ich ein Video beginne mit, hey, meine lieben Freunde, wir fangen heute wieder an mit einem geklauten Format aus den USA, weil ich meine Miete bezahlen muss, dann ist das von mir ein Joke und nicht ernst gemeint. Aber ein bisschen Wahrheit steckt vielleicht schon da drin, weil mir da ein bisschen die Ideen ausgegangen sind und ich glaube, auch das sollte ich dann einfach lernen. Ich sollte einfach lernen, wenn dann tatsächlich nicht der Vibe da ist, ich nicht in der Mut bin oder ich einfach gerade nicht produzieren kann und möchte, dass ich es einfach lasse. Dass ich es einfach lasse und hier nicht auf Profitmaximum oder Algorithmus-Trimming oder auf irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Algorithmen achte, sondern einfach auf mich selber als Mensch und der Content wieder im Vordergrund steht und das, was ich liebe, gemacht wird, nämlich guter und unterhaltsamer Content. Also ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich jetzt lernen möchte, dass ich in meinen Videos bewusst darauf achte oder beziehungsweise bevor ich ein Video produziere, bewusst darauf fühle ich mich gerade überhaupt danach oder zwinge ich mich gerade selber wieder zu irgendetwas, was ich gar nicht machen möchte. Ja, ich glaube, das besiegelt so ein bisschen das Ganze. Also ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass es mir unglaublich leid tut, wenn ich tatsächlich diesen Vibe und diese Arroganz, Lustlosigkeit und diese ganzen Negativfaktoren rübergetragen habe, weil so bin ich eigentlich als Mensch nicht. Das möchte ich nicht repräsentieren, das möchte ich nicht nach außen tragen. Ich will eigentlich gute Vibes, gute Werte und einfach nice Unterhaltung und eine gute Zeit miteinander tatsächlich nach außen tragen. Was ich auch so ein bisschen vernachlässigt habe, muss ich ehrlich sein, ist, glaube ich, die Interaktion mit meiner Community. Ich habe sehr, sehr wenig Kommentare gelesen in letzter Zeit, sehr, sehr wenig mich damit beschäftigt, was euer Feedback ist und euch da auch einfach ein bisschen nicht so sehr ernst genommen, wie ich euch hätte ernst nehmen sollen. Auch das tut mir unglaublich leid und das werde ich definitiv jetzt ändern und mich da weitaus mehr mit beschäftigen. Schreibt mir gerne immer wieder Kommentare, gebt mir Feedback in den Kommentaren zu den Videos, seid da offen und ehrlich zu mir, denn das hilft mir unglaublich weiter, wieder dahin zurückzufinden, warum ich angefangen habe mit diesem ganzen Ding, nämlich aus Spaß und Freude. Nicht, dass ich jetzt keinen Spaß und Freude hätte, aber ich möchte wieder einfach ein bisschen zu den Ursprungsvibes zurück und das sein, was ich bin. Nämlich ich als Mensch und nicht irgendeine aufgesetzte sarkastische Rolle, die ich einfach nur bin, weil sie gut funktioniert oder vielleicht diesen Schutzmantel um mich herum hat, der mich so ein bisschen unantastbar macht. Ja, ich glaube, das ist doch ein ganz guter Abschluss. Ich bin immer noch unglaublich dankbar für diese 7,5 Jahre, die wir jetzt schon diese Reise antreten haben dürfen. 7,5 Jahre, die sind unglaublich wertvoll für mich und die sind quasi so an mir vorbeigezogen und ich möchte mir jetzt nochmal die Worte rausnehmen und euch allen da draußen zu danken. Danke für das alles, was ihr mir ermöglicht, nicht nur am finanziellen Ebene oder auf materialistischer Ebene, sondern primär einfach die Möglichkeit zu haben, offen hier meine Leidenschaft auszuleben, mit euch Spaß zu haben und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass ich mittlerweile auf einem guten Weg bin. Man sieht es tatsächlich bei so Streams wie jetzt gerade bei Mafia. Ich mache einfach mittags den Stream für 1,5-2 Stunden an. Streame da mit 2.500 Zuschauern. Wir sind eine unglaublich kleine Community. Ganz viele neue Leute kommen dazu. Und ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe. Und es macht mir unglaublich Spaß, wieder dahin zurückzufinden. Einfach Dinge aus reiner, ja, Motivation zu machen. Und ich habe diese Motivation definitiv jetzt im Urlaub gefasst. Und ja, kann euch nur
noch ein letztes Mal Danke sagen für euer offenes Feedback, für eure Unterstützung, für euer stetiges Beisammensein und mir den Rücken stärken und auch die ganzen positiven Zusprüche. Es ist einfach Wahnsinn. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich nach wie vor immer noch überrascht bin, wie groß meine Community mittlerweile ist und wie viele verschiedene Leute, Sexualitäten, Ansichten, Herkünfte, Geschlechter und Altersklassen sich in dieser Community befinden. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass ihr immer wieder mal zusammenkommt zu so einem Video wie diesem hier oder auch in den Streams. Ich habe euch echt alle gern und ich will euch jetzt hier keine falsche Liebe vorheucheln. Das mache ich nicht, aber ich glaube, ihr versteht mich. Vielen, vielen Dank dafür und wir sehen uns bei einem nächsten Video oder beim nächsten Stream wieder. Peace out, macht's gut. Dankeschön.